Hallihallo, meine Lieben, hier bin ich mal wieder, eure Kim. Ja, ich komme nach gefühlten 2000 Jahren auch mal wieder zurück auf YouTube. Es ist viel passiert, die Geburt meiner Tochter, wir haben ein bisschen umgebaut zu Hause. Ich war eigentlich sehr viel auf Instagram online. Ich verlinke euch meinen Kanal mal in der Infobox für die, die mich dort noch nicht abonniert haben, beziehungsweise mich noch nicht gefunden haben. Und zwar möchte ich wieder mit YouTube anfangen und regelmäßig Tutorials hochladen. Und zwar zu Fimo, Resin und Papier. Ich fange jetzt mit Fimo an, möchte euch heute mit diesem Video mal ein bisschen Zubehör von mir zeigen. Was verwende ich regelmäßig zum Fimulieren? Mit was für Fimo arbeite ich? Natürlich für Anfänger, ihr braucht noch nicht alles. Kauft euch auf keinen Fall, weiß Gott was, um wie viele hunderte Euros, sondern probiert euch wirklich erstmal aus. Also wirklich, Fimo ist teuer, das ganze Zubehör ist teuer und im Endeffekt, wenn es dann nicht gefällt oder einem einfach nicht liegt, kann das schon, ja, schon sehr traurig sein, wenn man dann weiß Gott, wie viel Geld ausgegeben hat. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was. Ich werde auch sagen, was ich unerlässlich finde. Gerade für Anfänger. Natürlich sind das nur Tipps und keine Anweisungen oder etwas, was man unbedingt braucht. Das müsst ihr für euch selbst herausfinden. Wir fangen mal mit Fimo selbst an. Ich arbeite super gern mit Fimo Soft. Das ist jetzt die Farbe Hauthell. Ich zeige euch jetzt nicht alle Farbtöne, sondern einfach, was gibt es für verschiedenes Fimo. Fimo wird in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Das seht ihr jetzt aber gleich. Okay, Fimo Soft ist für jedermann, würde ich sagen. Es lässt sich gut verarbeiten. Ja, es ist formbeständiger wie Fimo Kids zum Beispiel. Das habe ich jetzt nicht da. Fimo Kids ist speziell für Kinder. Fimo Soft lässt sich super verarbeiten. Es ist normalerweise recht weich eigentlich. Also es lässt sich gut in Form bringen. Ich weiß nicht. Aber wenn man zu fest drückt, es in die Hand nimmt und etwas anderes anbringen möchte, hinterlässt man leicht Fingerabdrücke drauf. Und es zieht unglaublich schnell, finde ich, Fussel an. Also ich habe das bei Cyanid, bei Premo, bei weiß der Geier was, nicht. Also ich habe das wirklich nur bei Fimo und ich habe das jetzt auch schon öfters gehört, dass gerade bei Fimo der Dreck sehr besonders haften bleibt. Ich finde es aber trotzdem super und ich habe auch alle Farben da. Und Fimo Soft. Dann gibt es Fimo Professional. Fimo Professional ist ein bisschen formbeständiger, es ist ein bisschen härter, das merkt man auch beim Kneten. Es ist hochpigmentiert, das bedeutet, dass einfach mehr Farbe drin ist. Man kann super gut mischen. Ist auch für Künstler gedacht, beziehungsweise Fortgeschrittene. Die Blöcke haben hier, glaube ich, ach, 85 Gramm. Und ein normaler Fimo-Block hat um die 56 Gramm. Also ihr seht schon, da ist mehr drin. Dann gibt es Fimo-Effekt. Meine absoluten Lieblingsfarben sind Rosenquarz und Rubinquarz. Ich finde diese Effektfarben unglaublich hübsch, wirklich. Also nach dem Backen, die sehen mega, mega toll aus. Sind auch meine absoluten Favoriten, diese Effektfarben. Die gibt es noch mit Glitzer- und Marmoreffekt und wirklich einige Farben. Ich zeige euch jetzt hier nur Rosenquarz, meine absolute Lieblingsfarbe. Fimo-Effekt ist wie Fimo Soft, normalerweise leicht knetbar. Also ihr seht es hier, man kann gut reindrücken. Und der einzige Unterschied ist eben, dass die Effektfarben transparenter werden oder zum Beispiel glitzern. Und dann haben wir hier noch Professional Doll Art. Ich liebe es, damit zu arbeiten. Fimo Professional Doll Art ist super für, wie man es schon sagt, für Puppen. Ich verwende es unglaublich gern für meine Dollys, für meine kleinen Meerjungfrauen, für meine kleinen Feen. Mega gut zu verarbeiten, finde ich. Es bleibt ein bisschen besser in Form wie das normale Hautfarbene von Fimo Soft. Kann ich wirklich nur raten, wenn ihr wirklich sehr viel Dollys oder kleine Figuren macht, probiert mal im Vergleich einfach mal Fimo Dollart aus. Gut.
Alle, die mit Fimo arbeiten, kennen es. Fimo kann bröckelig werden. Das heißt, Fimo kann austrocknen. Man kann dort Vaseline untermischen. Man kann es auf die Heizung legen. Man kann die Hände vorwärmen. Manche tun sogar Wasser rein. Manche mischen Öl bei. Funktioniert alles. Aber ich finde das Mix Quick, finde ich wirklich toll. Also ich arbeite viel mit Mix Quick. Ich habe das mal entdeckt. Bei Obitec habe ich dort bestellt. Und dann habe ich es mir mitbestellt, mal zum Testen, und ich finde es mega. Das ist einfach ganz weich. Man knetet es vorher durch und dann knetet man das Fimo rein. Und das Fimo wird dadurch weicher. Ihr seht schon, zwei Drittel Fimo und ein Drittel, also zwei Teile Fimo und ein Teil Mix Quick. Also mehr sollte man nicht reingeben. Es verändert nämlich, je mehr man reinmacht, die Form und natürlich auch die Farbe ein bisschen. Aber ich kann es euch anraten, probiert es mal aus, aber Vaseline und so weiter hilft natürlich auch. Gut, dann zeige ich euch mal, mit was für Modelliermassen ich noch arbeite. Abgesehen jetzt von Fimo, kennen viele ja den Action. Und da hatten sie vor ein paar Wochen diese Fimo-ähnliche Polymer-Clay-Masse. Ich finde die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Alle sagen, die sei so hart, die sei so schrecklich zum Kneten. Ich finde die eigentlich sehr gut sogar, denn sie verformt sich nicht so leicht. Ich finde das schrecklich bei Cernit. Ich arbeite unglaublich gern damit. Aber ich finde sie so weich. Ich weiß nicht, ich kann damit nicht wirklich arbeiten, weil mir sofort immer alles zusammenpickt und mich stört das ungemein. Dafür zieht die weniger Fussel an. Fimo ist da ganz schlimm. Fimo wird sofort dreckig, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Ja. Und dann arbeite ich auch noch mit Primo Sculpey. Die finde ich auch super. Ist auch schön weich. Ich hatte da jetzt noch nie einen harten Block dabei, was ich bei Fimo allerdings schon öfters hatte. Ich finde auch, sie lässt sich super modellieren. Sie ist nicht ganz so weich wie Cyanid, aber auch nicht ganz so hart wie Fimo. Ist so ein bisschen Mittelding. Preislich liegen sie alle ungefähr beieinander, bis auf die vom Action. Die kostet 99 Cent. Wie viel da jetzt genau drin ist, kann ich nicht sagen. Steht auch, glaube ich, nicht drauf, oder? Ja. So, zum Backen. Alle Modelliermassen kann man untereinander mischen. Also ihr könnt wirklich normalerweise jede Modelliermasse miteinander mischen, solange sie für den Ofen ist. Ihr hört, meine Kleine weint heute ab meinem Mann Nachtschicht. Also halt Babyschicht. Ihr werdet sie also noch öfters weinen, lachen, spielen hören. Also ihr könnt sie untereinander mischen, das ist gar kein Problem. Im Normalfall backt man sie zwischen 110 und 130 Grad, 30 Minuten lang. Bitte schaut immer wieder mal dazu, denn es kann sein, dass die Sachen verbrennen. So, gut, dann fangen wir mal an. Und zwar, Zubehör habe ich. Fimo Liquid wird mitgebacken, das wird dann flexibel und durchsichtig. Kann man als Kleber. Als Kleber verwenden. Ja, oder man kann zum Beispiel auch Bilder drauf projizieren, beziehungsweise wenn man auf eine flache Fläche Fimo Liquid gibt und das Bild drauf tut und dann in den Ofen gibt, kann man das danach abziehen oder abkratzen, abwaschen. Da gibt es einige gute Tutorials dazu. Und dann hat man das Bild auf dem Fimo Liquid. Auch sehr toll. Finde ich auch wirklich unerlässlich. Ich arbeite sehr gern damit. Dann habe ich hier einen Lack von VBS. Ihr seht schon, der ist oft in Gebrauch. Ich finde den super fürs Fimo. Den verwende ich auch sehr oft. Der hat ungefähr circa 15 Minuten Trocknungsphase. Verwende ich sehr gerne. Und dann noch den Fimo-Lack. Verwende ich auch sehr gerne. Da gibt es einen matten Lack, also der nicht glänzt, und einen Glanzlack. Natürlich könnt ihr auch alle anderen Lack hier verwenden. Es wird auch immer wieder gefragt, nein, ihr müsst nicht unbedingt den Fimo-Lack verwenden. Huh, gerade das Licht ausgeschaltet. Dann habe ich hier
Nagellackentferner? Ja, auch Nagellackentferner kann man super fürs Fimulieren verwenden. Und zwar, oje, ihr hört es, meine Kleine will nicht schlafen. Davon lassen wir uns jetzt aber nicht stören. So, ich habe es jetzt nicht da. Warte ganz kurz. So. So, meine Lieben. Und zwar verwende ich den Nagellackentferner, um Fingerabdrücke von meinem Fimo runterzuwaschen oder zum Beispiel glätten. Ui, warte ganz kurz, ich komme gleich. So, meine Lieben, tut mir leid, die Kleine wollte ihre Kuscheldecke. So, wo war ich denn geblieben? Genau, mit Wattestäbchen und Nagellackentferner wische ich immer die Fingerabdrücke ein bisschen weg oder glätte zum Beispiel die Stellen, wo man verblendet hat, nochmal. Finde ich auch super. Also ich kann damit ohne nicht mehr leben. Dann Feuchttücher. Ich arbeite unheimlich gern mit Feuchttüchern, um mir die Hände zu waschen während dem Fimulieren oder zum Beispiel die Arbeitsplatte oder zum Beispiel meine Acrylroller wieder sauber zu machen. Gerade wenn man mit dunklem Fimo arbeitet, eignet es sich ein Feuchttuch super, um die Acrylroller wieder sauber zu machen. Übrigens auch ein unerlässliches Werkzeug, denn so ein Acrylroller braucht man, finde ich schon. Also ich finde, das ist schon ein sehr wichtiges Utensil. So. Kann man aber zum Beispiel auch ein Eisenrohr, wenn man gerade eins rumliegen hat oder irgendwas verwenden. Ihr müsst aber aufpassen, Fimo klebt, wenn es weich ist, sehr gerne auch mal an der Unterlage und am Acrylroller fest. Ich verwende dann mein Bastelmesser. Ich putze es gerade auch ein bisschen. Gerne, denn man kann, wenn man das Fimo ausgerollt hat, gut mit dem Bastelmesser es von der Arbeitsfläche runterschaben. Gut. Dann ihr werdet merken, Zahnstocher sind ein unerlässliches Hilfsmittel für Fimo, finde ich, sehr günstig. Und man kann zum Beispiel, wenn man Blütenkelche macht, diese Struktur sehr schön ins Fimo einarbeiten damit, weil sie schön spitz sind. Finde ich auch sehr, sehr hilfreich. So. Dann finde ich noch sehr gut und sehr wichtig. Also für mich, ihr müsst natürlich sehen, was wollt ihr machen. Und zwar mein Extruder. Ich finde den allerdings sehr teuer. Der hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Ungefähr. Kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Da gibt es verschiedene Plättchen zum hier reintun und dann kann man das Fimo hier reingeben. Und das eben mit dem. Wenn man das hier so runterrollt oder halt runterkurbelt, hier reingeben, das Plättchen hier rein zumachen und dann das Fimo durch das Plättchen durchdrücken. Und dann hat man zum Beispiel ganz dünne, gleichmäßige Fäden und so weiter. Finde ich auch sehr hilfreich. Allerdings muss man natürlich sehen, was will ich überhaupt machen? Was brauche ich wirklich? Man kann auch super Farbverläufe damit machen. Also wirklich überlegt es euch. Wenn ihr langfristig mit Fimo arbeiten wollt, ist das eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. Ganz, ganz wichtig finde ich ein Bastelmesser. Ein ordentliches Skalpell erleichtert euch einiges. Schon alleine vom Abschneiden des Fimos. Also wenn ihr irgendwo Fimo abschneidet oder gerade vom Block auch. Finde ich so ein Bastelmesser unglaublich hilfreich. Ich will es nicht mehr missen. Dann habe ich unzählige Modellierstäbe und zwei meiner liebsten sind diese hier. Ihr seht schon, der ist spitz und ein bisschen schärfer. Das ist eigentlich Zahnarztwerkzeug. So, ich muss da mal meine Lampe ein bisschen verrücken. Eigentlich ist das Zahnarztwerkzeug. Aber ich finde, für Fimo geht das wunderbar. Ich finde, das lässt sich auch super fürs Verblenden nutzen. Braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Es kommt drauf an,
mit was ihr gut zurechtkommt und mit was eben nicht. Wenn ihr merkt, Fimo liegt mir, dann probiert euch einfach mal durch die ganzen Werkzeuge durch. Was ich euch allerdings ans Herz legen kann, was wirklich sehr wichtig ist, finde ich, sind verschiedene Dipping-Tools. So, ich glaube, das waren jetzt alle. Nein, da habe ich noch einen. Und zwar sind das die mit diesen Kugelspitzen. Ich finde die mega, mega hilfreich. Vor allem, wenn man zum Beispiel Sachen verblenden möchte, also Sachen aneinander verblenden sozusagen, also zwei Kugeln aneinander oder Arme oder Beine an einen Körper ranmachen, finde ich die wirklich sehr hilfreich. Ihr seht, ich habe verschiedene Kugeln. Auch Augenhöhlen lassen sich damit super machen. Ja, davon habe ich fünf verschiedene. Dann habe ich ganz viel verschiedenes Modellierwerkzeug. Ihr seht schon, da habe ich wirklich einiges von. Ich finde aber auch, damit lässt sich einfach super arbeiten. Ich habe eigentlich noch mehr, aber ich zeige euch jetzt einfach mal die, die ich jetzt gerade hier habe. Und zwar einmal in der großen Variante, wenn ich größere Sachen mache, und einmal in der ganz kleinen Variante. Das sind eben so Silikonpinsel. Findet ihr auch unter dem Namen. Finde ich auch, wenn man mich fragt, was man sich unbedingt anschaffen sollte, würde ich sagen Silikonpinsel. Dann habe ich einen Silikonpinsel von Fimo, also von Staedtler selber. Der war auch ziemlich teuer, da glaube ich 16 Euro gekostet, ist das Geld aber mehr als wert. Ich habe hier Tesafilm rumgewickelt, weil ich immer Fussel dran hatte. Und das hat mich irgendwann so gestört, weil ich immer fünfmal Hände waschen gehen musste, dass ich da Tesafilm rumgemacht habe. Ich habe jetzt die Silikonpinsel mit der flachen Seite, ihr seht, ist biegsam. Ich liebe diesen Pinsel einfach. Und diese Spitze. So ein tolles Werkzeug, den würde ich euch wirklich ans Herz legen. Mein absolutes Lieblingswerkzeug. Dann habe ich diesen Piekser. Den finde ich auch mega toll. Den finde ich auch mega gut. Den verwende ich auch sehr gerne. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Utensilien, die ihr nicht unbedingt braucht, aber die ich sehr hilfreich finde. Und zwar Pinsel. Einfach auch in verschiedenen Stärken, denn viele arbeiten gerne mit Pastellkreide und ich arbeite sehr gerne mit Lidschatten. Ich finde, das macht nochmal einen super Effekt auf dem Fimo selber. Bevor man es backt und fertig gearbeitet hat, also weil sobald der Cupcake oder die Dolly fertig ist, kann man nochmal mit Lidschatten bzw. mit Pastellkreide nochmal ganz tolle Effekte drauf arbeiten. Dafür brauche ich die Pinsel. So. Natürlich braucht ihr nicht so viel wie ich. Es hat sich nochmal angeboten, da die so günstig war. Dann habe ich noch kleine Pinsetten. Ich habe ungefähr 10 verschiedene Pinsetten da. Das sind aber meine allerliebsten. Eine, die mit dem gebogenen Kopf, zum Beispiel, um kleine Glitzersteinchen aufzukleben. Und dann die hier. Wenn ich kleine Blütchen mache und die auf das Fimo aufmache, dann mache ich die Blütchen, nehme sie mit der Pinsette und packe sie rauf. Denn mit dem Finger verdrückt man das meistens ein bisschen. So. Dann habe ich hier von Fimo selber diese Modellierstäbe. Und zwar habe ich da eigentlich vier verschiedene. Ich habe jetzt hier nur drei verschiedene. Ich finde die mega toll. Das sind die, die kosten, glaube ich, 3 Euro. Und für Anfänger sind die mehr als genügend. Also zum Ausprobieren reichen die mehr als wirklich. Also ihr braucht da nicht, weiß Gott, was für Werkzeug und weiß Gott, was für Zubehör. Reicht mehr als. So, dann. Ich arbeite auch sehr gerne hin und wieder mal mit Ausstechern, verschiedene Ausstecher, Kunststoff und Aluminium. Finde ich auch, je nachdem, was man macht, unerlässliche kleine Helfer. Dann habe ich
noch Silikon-Molds. Das ist jetzt eine Cupcake-Mold. Ich finde das fein, denn wenn man mehrere Cupcakes macht, dann bietet sich so eine Mold einfach an. Hier. Genau. Dann, wenn ihr Anhänger macht, dann eignen sich diese zwei Zangen super. Denn das sind die von Rea. Und zwar einmal eine mit diesem Knipser dazwischen. Damit könnt ihr die Kettelstifte schön abzwicken. Und diese Rundzange, um die Kettelstifte schön zu biegen. Ich finde einfach, man kann jetzt auch sagen, das ist einfach Zeug, das kostet alles Geld und ist einfach teuer. Ich finde aber, es nützt, wenn man es gerne und wenn man oft modelliert und oft simuliert, dann nützt es einem einfach schon. Dann ist das Geld auch gut investiert, sage ich mal. Muss aber jeder für sich selber wissen. Dann arbeite ich auch viel mit Drahtgestellen. Gerade wenn ihr größere Dollys macht oder größere Figuren, arbeite ich mit Draht, also diesem großen, dicken Basteldraht, mit dünnem Draht und mit Alufolie. Alufolie habe ich jetzt gerade keine da zur Hand. Die liegt wieder in der Küche. Ich tippe jetzt immer meinem Mann aus der Küche. Und was ihr auch noch brauchen könnt, tut, ist Backpapier. Ich modelliere kleine Sachen immer gerne auf Backpapier rauf, denn erstens mal, wenn ihr es vom Tisch immer wieder raufheben müsst, kann es sein, dass euch das Fimo bricht oder ihr es zum Beispiel wieder verformt und das ist dann ärgerlich. So könnt ihr es auf Backpapier legen, aufs Backblech drauflegen und es verformt sich nichts mehr. Die habe ich mir zurechtgeschnitten, weil ich, wenn ich Dollys mache, brauche ich die ungefähr in dieser Größe. Ihr müsst natürlich schauen, was braucht ihr für das, was ihr machen wollt. Gut. Oje, ihr hört schon, die Kleine will nicht schlafen gehen. Ich gehe mal zu ihr. Ich bin gleich wieder da. So, Entschuldigung. Ihr wisst, wenn die Kleinen weinen, dann weinen sie halt. Und zu guter Letzt, das ist jetzt so ziemlich alles, was ich euch zeigen kann, habe ich nun diesen Schmuckkleber. Ich finde den wirklich super von Rea. Das ist so ein bisschen wie eine Art Zwei-Komponenten-Kleber, kann man schon fast sagen. Ich gebe den immer auf beide Teile drauf, lasse es ein bisschen antrocknen, klebe es dann zusammen. Haltet, finde ich, sehr, sehr gut. Die könnt ihr auch überall in jeder Bastel, in jedem Bastelgeschäft kaufen. So, was braucht ihr noch? Je nachdem, was ihr machen wollt. Schlüsselringe zum Beispiel. Hier, Schlüsselringe braucht man zum Beispiel auch immer wieder. Oder zum Beispiel solche Kettchen hier oder sowas. Je nachdem. Das müsst ihr halt wirklich selber entscheiden. Bandklemmen oder was ihr wirklich vielleicht brauchen könnt, beziehungsweise wenn ihr kleine Anhängerchen macht, sind diese Binderinge, Biegeringe, Bindenringe, Biegeringe, es tut mir leid. Ich habe jetzt hier die Spaltringe, ihr seht das, das sind wie kleine Schlüsselringe. Ich habe aber auch die ganz normalen Biegeringe da. Ja, ihr müsst halt selber sehen, was ihr braucht. Ich finde, das ist jetzt mal so ein grober Überblick, was ihr zum Modellieren selber braucht. Wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem Produkt, ihr könnt mich gerne anschreiben. Meine E-Mail findet ihr in der Kanal-Infobox. Es tut mir leid. So, gut. Das ist jetzt mal so ein grober Überblick. Ihr braucht wirklich nicht alles davon. Es reicht, wenn man mal mit ganz einfachen Sachen anfängt. Ich finde jetzt das für den Anfang wichtig und gut. Ich habe auch klein angefangen. Ich habe mit diesen Molierstäben angefangen und mit dem Bastelmesser und habe dann nach und nach einfach über Jahre angesammelt. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Es ist schon lang her, seit ich mein letztes Video gedreht habe. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Jetzt mit der Zeit werden die Videos immer mal besser und ich wieder ruhiger.
Und es wird doch allgemein hier auch ein bisschen ruhiger werden, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Verständnis dafür. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, bitte in die Kommentare oder per E-Mail. Ich bin auch für Anregungen immer offen. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Bleibt kreativ und das nächste Video kommt bestimmt. Tschüss, meine Lieben.